Und da sind wir schon mittendrin in der zweiten Hälfte. Und mal sehen, wie sich dieses zweite Gruppenspiel jetzt entwickelt. Tempo erstmal ein wenig raus aus der Aktion. Sie bekommen einen Einwurf. Da könnte was draus werden. Das könnte was werden. Ball kommt rein. Na, keiner kann was aus der Flanke machen. Da können sie erstmal klären. Einwurf. Und das könnte gefährlich werden. Könnte jetzt eine Chance entstehen. In höchster Not bringen sie da den Ball doch noch weg. Anneli Longo. Katie Bowen. Schöner Spielaufbau jetzt. Ja, setzt gut den Körper ein. Klasse Pass. So, Platz für die Flanke. Könnte gefährlich werden. Abstoß, Ball war draußen. Jetzt muss sie also ausgewechselt werden. Ja, sie ist zu schwer verletzt und kann nicht weiterspielen. Und jetzt gehen sie über die Flügel. So, was machen sie draus? Geht da mit vollem Einsatz zum Ball. Und das ist natürlich jetzt der Ballverlust. Betsy has it. Rhea Percival. Jetzt hätte sie auch Handspielstationen. Ja, könnte was werden. Schirmt den Ball. Der Schuss. Gute Parade. Die Chance gerade, die dürfen sie niemals vergeben. So erstmal weiterhin unentschieden. Jetzt sind sie am Ball. Katie Bowen. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Da lassen sie den Ball gut laufen. Da ist die Chance für die Flanke. Sieht gefährlich aus. Sie können nicht klären, sind weiter im Bedrängnis. Da ist sie vorbei. Und gibt's jetzt die Führung? Klasse, aufgepasst, sie wehrt den Ball ab. Jetzt kommt die Ecke. Der Ball wurde gut weggefaustet. Nicht gut gearbeitet in der Abwehr. Ganz stark abgeblockt.
Das könnte was werden. Sie scheinen sich den Gegner zurechtlegen zu wollen. Der Ball läuft gut, aber noch finden sie keine Lücke. Muss Einwurf geben. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Da kommt der Lupfer. Der Ball geht an die Latte. Jetzt hat sie Feierabend, bevor sie hier noch eine gelbe Karte kassiert. Ist, denke ich, auch die richtige Entscheidung. Da wäre es ein bisschen riskant mit ihr auf dem Platz gewesen. Mikaela Moore. Jetzt der Ballverlust. Wird's jetzt gefährlich. Ball läuft gut. Guter Zweikampf da, wird Ecke geben. Ecke kommt rein. Und da kommt sie mit der Faust an den Ball. Gute Aktion. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Gut gesehen, das war abseits. Jetzt vielleicht der Vorstoß auf außen. Der Ball ist im Aus, es geht hier mit Abschluss weiter. Super Aktion, das ist die Balleroberung, unwiderstehlich. Schöne Aktion. Das Zuspiel draußen auf dem Flügel. Jetzt wäre Zeit für eine Flanke. Gefährlich. Klasse Einsatz. Pfosten, das war ein ganz knappes Ding. Super dieses Zuspiel. Gut davor. Jetzt vielleicht. Der geht nicht rein. Jetzt vielleicht. Sie verlieren den Ball. Guter Pass. Das könnte Chance werden. Keine Gefahr. Den holt sie ganz locker. Und der Ball lieber wieder zurück.
Klasse Zuspiel. Klasse Pass. Also mit so einem Versuch kann man sie nicht überwinden. Das gibt Einwurf. Wird hier den Wechsel geben. Sie kann leider nicht weiterspielen. Sieht gefährlich aus. Und die Situation geklärt. Ellie Riley. Jetzt ist es gefährlich. Gute Aktion. Hier war sie zu früh dran, deswegen abseits. Richtig enge Kiste, aber auch richtig entschieden. Abseits. Die Vorwärtsbewegung jetzt. Und jetzt ist der Ball erstmal raus. Na, jetzt müssen Sie aufpassen. Sie schießt. Da kommt sie raus und holt sich den Ball. Gut gemacht. Der Ballverlust. Geht er jetzt weite Wege, will den Ball. Ja, könnte was werden. Jetzt ist die Kugel weg. Das könnte was werden jetzt. Ria Percival. Schirmt den Ball gut ab. So, erstmal geklärt nach dieser Hereingabe. Hereingabe in die Mitte. Foul, aber Vorteil. Geht erstmal weiter. Freistoßentscheidung korrekt. Balleroberung, ja, da sieht man die Übersicht, dieses Spielverständnis. Schönes Zuspiel hier. Gefährlich! Gute Chance für eine Flanke. Auf Vorteil entschieden und dann schon. Sieht ganz nach einer gelben Karte aus hier. Für diese Aktion gibt es hier die gelbe Karte. Ja, und das geht wohl auch in Ordnung so. Das war natürlich mit viel Risiko, mit zu viel Risiko. Klar, sie will da zum Ball, aber das Timing passt einfach nicht. Ah, sie werden den Ball scharf reinbringen und wir gucken, was sie draus machen. Freistoß wird ausgeführt. Klasse Pass! Der Ball kommt nicht durch. Abgeblockt.
Sie sind geduldig und warten auf die Lücke. Bei der Abwehr wird das nicht leicht. Das sieht vielversprechend aus. Sieht gefährlich aus. Jetzt ist es gefährlich. Gute Aktion. Na, jetzt müssen Sie aufpassen. Gute Aktion. Ballverlust. Jetzt ist es gefährlich. Katie Bowen. Den Ball kann sie abwehren. Ecke in die Mitte. Schöner Einsatz. Wichtig, dass sie da klären. Rebecca Stott. Jetzt wäre Zeit für eine Flanke. Ja, könnte was werden. Der geht nicht rein. Es bleibt beim Unentschieden. Regulär ist noch eine Viertelstunde zu spielen. Gefährlich! Ist hier immer noch am Ball. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Jetzt haben Sie den Ball. Können Sie jetzt einen Angriff einleiten? Gut den Ball verteidigt. Da kommt der Pass. Klasse Pass. Abgepfiffen, das war abseits. Das ist beeindruckend. Sie spielen Pass um Pass um Pass um Pass um Pass und das mit einer solchen Sicherheit. Sensationell. Ja, ja, ohne große Mühe den Ball abgefangen. Sieht gefährlich aus. Guter Einsatz. Ball ist erstmal wieder weg. Gute Aktion. Könnte jetzt was werden. Hereingabe. Weiter diese Szene. Immer noch Gefahr. Sie können nicht klären, sind weiter im Bedrängnis. Super aufgepasst, nicht zum ersten Mal heute. Na, jetzt müssen Sie aufpassen. Sehr gutes Tackling, das war wichtig. Fängt diesen Ball ab. Und die letzten 10 Minuten sind hier angebrochen. Das könnte eine Gelegenheit werden. Sie verlieren den Ball. Schöne Aktion. Jetzt ist es gefährlich. Ja, das könnte... Anali Longo. Schwacher Abschluss. Überhaupt nicht gefährlich. Und da ist der Ball wieder weg. Gefährlich! Gute Zweikampfführung. Sie kommt hier an den Ball. Toller Pass. Ja, könnte was werden. Jetzt vielleicht. Keine große Mühe hier bei diesem ungefährlichen Ball. Die Fans können es nicht glauben. Für sie war das ein klarer Strafstoß.
Klasse Pass. Die Riesenchance. Ein torarmes Spiel hier bisher. Aber jetzt dürfen die Fans hier endlich mal einen Treffer bejubeln. Lang, lang hat's gedauert. Und vielleicht verändert das ja dieses Spiel. Und jetzt ist sie dann doch geschlagen. Endlich, werden sie auf der Gegenseite sagen. Endlich der erste Treffer. So, jetzt können wir uns den Treffer noch mal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Und sie verlagern das Spiel auf die andere Seite. Sie haben den Ball, aber bekommen sie ihn auch raus? Sie kommt raus und hat den Ball. Der Pass hätte mal durchkommen müssen. Sie brauchen hier dringend ein Tor. Da ärgern sie sich. Ballverlust. Sieht gefährlich aus. Jetzt Achtung. Glasklare Elfer in dieser Szene. Jetzt könnte es richtig schlimm werden. Ja, sie laufen dem Rückstand hinterher. Und jetzt ist die Chance auf ein weiteres Gegentor natürlich groß. Da glaubt man, es könnte nicht schlechter laufen. Und dann gibt es Elfmeter und Rot. Und nun? Ja, wenn der sitzt, dann liegen sie noch weiter zurück. Keine ganz einfache Situation. Gibt jetzt den Wechsel, aber eine Defensivspielerin wird kommen. Vielleicht soll sie vorne rein und dann versuchen sie es mit langen Bällen. Anders kann ich mir diesen Wechsel nicht erklären. Der Ball prallt von der Latte ins Feld zurück. Kein Tor bei diesem Elfmeter. Sie hadern mit sich, müssen weiter zittern. Nur eine knappe Führung. Klasse Aktion. Sieht ganz nach einer gelben Karte aus hier. Und hierfür geht die Unparteiische gelb. Ja, und ich denke, das kann man vertreten. Das war nicht regelkonform. Richtige Entscheidung der Schiedsrichterin. Klar, sie will da zum Ball, aber das Timing passt einfach nicht. Jetzt ist es gefährlich. Und jetzt der Schuss. Was für eine Aktion. So gerade eben noch verhindern sie das Tor. Was für eine Rettungstat. Und jetzt haben sie den Ball. Ja, sieht durchaus vielversprechend aus. Kommt jetzt die Flanke? Gutes Tackling, gute Zweikampfführung. Klasse Pass jetzt. Gefährlich. Katie Bowen. Ist es das jetzt? Sehr gut gehalten. Ja, die Torfrau ist richtig gut drauf heute. Da will die Torhüterin den Ball jetzt schnell nach vorne bringen, wenn ich ihre Gesten da richtig interpretiere. Satte 5 Minuten gibt es an Nachspielzeit in dieser Partie. Jetzt haben sie den Ball. Gut den Ball verteidigt. Ria Percival.
Annalie Longo. Rosie White. Klasse Pass! Schade, der wäre fast drin gewesen. Ja, sah richtig gut aus. Genauso müssen sie weitermachen. Nein, wer soll diesen Pass kriegen? Weg ist der Ball. Lange ist nicht mehr. Jetzt wollen sie den Ausgleich. Jetzt die Flanke. Ja, schade, da hätten sie mehr draus machen können. Da kommt sie ein Stück raus und nimmt den Ball auf. Ellie Riley. Die Vorwärtsbewegung jetzt. Flanke bleibt hier also ergebnislos. Ballverlust. Vielleicht jetzt immer noch dieser knappe Rückstand. Jetzt kann die Hereingabe kommen. Sieht gefährlich aus. Schöne Bewegung. Gute Aktion. Rosie White. Und im entscheidenden Moment versagen ihnen ein ums andere Mal die Nerven. Und ganz klar, das Selbstvertrauen wird mit jeder vergebenen Chance nicht unbedingt größer. Klasse Aktion. Ja, abseits, richtig. So, das ist der Schlusspfiff. Das Spiel ist aus. Denkst du, genauso wie ich, dass die Überzahl heute entscheidend war für den Sieg? Nicht automatisch. Du musst die Situation schon auch ausnutzen, aber das ist ihnen heute gelungen.